habe ich zu erzählen? Ja. Kurz nochmal zu meinem Michaels Modelleisenbahn. Der Held des ICEs. Ja, er hat auch keinen Kaffee oder Cola ausgegeben bekommen bei der Firma Märklin. Nur so für meine Märklin-Fanboys. Cola hat er sich selber mitgebracht. Mehr sage ich dazu von Firma Märklin nicht, ey. Das ist eine schöne Einladung. Alles klar. Was habe ich sonst noch für ein Thema? Ja, ich habe ja gesagt, ich habe beim Michaels Modelleisenbahn auch die Kommentare durchgelesen und ja, das Übliche, man findet dann halt wieder YouTuber, na, von denen man das nicht gedacht hätte. Die sind natürlich, weil sie haben ja Anstand und die sagen mir meinen Namen nicht, ne? Weil sie Anstand haben. Das sind ganz anständige Leute sind das. Die sagen, ja, wer nur rummotzt und nicht bauen kann, hier in dem Kanal, das ist richtig gut. Ja, hier werden die Fehler behoben. Kann ich nur sagen, erstens ins Erzgebirge, da wurde kein Fehler behoben, da wurde ein Fehler überdeckt. Zweitens kann man meinen Kanal ruhig nennen und es vielleicht ein bisschen anders da ausdrücken, weil es weiß ja am Ende jeder, wer gemeint war. Ne? Weil wie viele Kanäle gibt es denn noch, die bekannt sind und so herzzerreißend mal über eine Firma herziehen, die meines Erachtens das Ziel komplett verfehlt hat. Kenn ich nur meinen Kanal? Und Michaels Modelleisenbahn. Er macht das ja auch. Nicht zu meiner Zufriedenheit, aber hey, ist nicht mein Kanal, hallo? Wie gesagt, ich... Ist ja in Ordnung. Ich bin ja auch Unterhaltung, das muss ich dazu sagen. Ja. Oh, ja. Und den musste ich dann auch noch dort wieder finden. Ja, ich muss sagen, einige merken den Hardcore-Fans mit der Zeit, weil ich eben nicht immer nur rummaul und mecker bei denen Leute. Nee, ich setze mich mit denen auch auseinander, die mich kritisieren. Das ist nicht wie umgekehrt, wo ich einfach Persona non grata bin und in denen Videos abgestraft werde. Nee, nee. Wenn einer schreibt, das Video war totale Scheiße, kommt am Anfang, wenn ich nur erkläre, erstmal, was ist denn an meinem Video Scheiße? Ja, und es gab ein paar, die haben sich drauf eingelassen und wir kamen in Gespräch und heute habe ich die auch in meinem E-Mail-Fach. Einer davon ist der Herr Arndt Heidler. So. Jetzt habe ich einen Kurzschluss. Scheiße. Moment. Echt nicht, ne? Murphys Gesetz hat wieder zugeschlagen. Sekunde. Ganz da hinten in der Ecke. In der Tunneleinfahrt. Wo ich nicht rankomme von außen. Da ist er entgleist. Wo ich auch... Ach, es ist... Es ist, wie es ist. Da kann ich jetzt drunter krabbeln. Ich habe schon mal eine Schutzausrüstung an. Kann der Skerlchen da rausfischen. Das ist jetzt 3 Tage lang. Ich bin ja seit 3 Tagen hier. Ich habe schon ein paar Aufnahmen gemacht, die mir aber nicht gefallen haben. Ist das Ding hier gefahren ohne Fehler. Und jetzt springt es raus. Es ist halt... Eisenbahn, jetzt glaube ich. Eieiei. Was ein Akt, ey. Ach, wenn ich mir den ganzen Ding da rumkrabbeln, bis ich den Zug davor geschoben habe. Naja. Dann geht die Zeit rum. Ja. Er hat mir geschrieben, der liebe Arndt, erstmal dem anderen geschrieben, dass ich halt nichts kann. Ne? Und nur rumhauen, das Übliche, was viele auch geschrieben haben. Aber ich finde es halt komisch, vorher wollte er noch meine Telefonnummer haben. Das tut mir treffen und. Und dann bin ich bei dem anderen wieder der Arsch. Nee, nee. Lieber Herr Zeitler, so läuft's nicht. So. Dann hat er mir geschrieben, den Decoderwagen. Er hat auch noch eine Parkfunktion. Also, wenn ich irgendwo hinstelle, dann kann man das auch parken.
Das muss man wissen. Ja. Ja, ist mir scheißegal. Ich auf meiner Anlage mit dem Decoder Ware macht, geht ich null an. Und ob ich den park oder nicht park oder ob ich das Rotlicht anmache oder nicht. Ich habe auch noch nie alle Funktionen bei Loks gezeigt. Ich mache es auch nicht bei den Decoder Ware nicht, nur wenn ich sie für sinnvoll oder lächerlich halte. Ne? Wie, das Pferd brennt, das Pferd brennt. Das sind so Dinge. So. Dann hat er mir geschrieben, dass die V320, jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt, wo ich schon die Schnauze voll habe. Die V320 hat er Glocken geläutet, weil sie in der Hersfelder Kreisbahn, Feldbahn oder was für eine Scheißegalbahn einen unbeschrankten Bahnübergang hatte und da haben die mir die Glocke geläutet. Ja, vielleicht haben die auch mit dem Zug Alteisen eingesammelt, ich habe keine Ahnung. Also ich habe in Zermatt und in Oberstdorf auf dem Campingplatz übernachtet und da ist ein unbeschrankter Bahnübergang, beiden in der Nähe. In der Nähe ist gut, das sind Spucken. Und morgens um 5 Uhr in Zermatt, ich sag's euch. Nee, und Schulz in Zell senkrecht, NATO-Alarm. Oh, hab ich mich erschrocken, ey. Das einzige Mal, wo ich das noch erlebt habe, das war in Hamburg im Hafenhotel, als die AIDA auf der anderen Seite nachts um 1 Uhr aus dem Trockendock raus ist. Die haben auch halb Hamburg geweckt mit ihrem Horn. Infernal laut, echte Hammer. Gut, so viel dazu. Ja, aber wenn ich wandern gehe und die machen immer ihr Horn an. Also ich. Aber jetzt kommt's. Das macht den Unterschied aus zwischen einem richtigen Modellbahner und so einem Spielbahner oder sowas, wie ich es halt bin. So, ich möchte jetzt gerne nochmal seine Kompetenz in Sachen Video und Anlage zeigen. Einen kleinen Moment. Ja, und unten drunter hat noch einer geschrieben, es ist ein schönes Video, gut geworden. Und er noch, ja, stimmt, ey, die Aufnahme hätte ich nicht rausgegeben, so verschwommen wie die war, aber ist egal. Über mich herziehen, es macht halt einfach Spaß, da kann man sich fühlen, was weiß ich. Und ob er irgendwann mal eine Anlage baut, ist mir scheißegal, aber er ist genau diese Typen, die in ihrem Gästezimmer ein Brett stehen haben oder einen Tapeziertisch stehen haben, ein paar Autoschen drauf schmeiße, ein Büschelchen in die Ecke ramme und Pfeifenreiniger und schreien, ich bin der Fachmann. Und genau die sind es eigentlich in der Regel, die mich immer kritisieren. Traurig. Oder nur 5 oder 10 Loks haben. Oder was viel schlimmer ist, 200 Loks, die schon 100 Jahre alt sind. Ja, klar, dass die funktionieren. Das war ja noch Qualität. So, also, Herr Hans Hiedler, ich habe keinen Bock mehr auf Sie. Und ich werde sie aus meinem Kanal sperren. Es ist ein unmöglicher Typ. Oh ja, und ist ja auch schon immer der Kanal, ne? Der sich nichts gefallen lässt. Ich schluck sowas nicht runter. Ich guck mir sowas eine Zeit lang mit an und dann teile ich aus. Dann soll auch mal die Gildi hier drüber lachen. Jetzt sind sie halt mal wieder Lachpunkt. Sie sind das schon das zweite Mal. Kann man sich sparen, sowas? Haben Sie jemals erlebt, dass ich hier in meinem Kanal mich über einen anderen negativ losgelegt habe oder lustig gemacht habe, der vorher nicht auf mir rumgehackt hat? Das hat es hier nicht gegeben, das wird es auch nicht geben. Kann natürlich jeder seine Meinung haben. Und wenn er die vertritt, ist es natürlich einwandfrei. Nun kann ich schon immer eine Antwort drauf geben, ne? Die vertrete ich dann genauso. Gut, in dem Fall war es das jetzt mal so. Also in dem Sinne. Hier kann man vielleicht noch eine Antwort vom Herrn Zeidler lesen, weil ich vielleicht fairerweise stehen lasse, wenn sie mir zu vulgär oder sonst was ist, wird sie auch gelöscht. Ich habe die Schnauze voll, ansonsten wird der Mann aus meinem Kanal gestrichen. Das ist der vierte oder der fünfte, den ich streiche. Das andere waren Morddrohungen und nur Beleidigungen und das lasse ich auch nicht stehen. Ja. In dem Sinne, mit dem nächsten Thema weiter. Bäume, glaube ich.
Jetzt geht's um Bäume. Ich habe ja bei mir hier für... Ich bin ja der Meinung, die müssen preiswert sein und die müssen toll aussehen. Jetzt gibt's da von Hegi diese fertigen Bäume, die... Oder von Noch oder... Auch diese MBR Polenbäume oder wie sie heißen. MBR, ja. MBR ist Krönung, ist ganz klar. Die anderen kann man setzen. Nachdem man die Polenbäume gesehen hat, tut es dann wieder weh. Ist wie, wenn die anderen gesehen hast, du hast vorher die Pfeifenreiniger gehabt, dann kannst du die Pfeifenreiniger, ehrlich gesagt, in die Tonne treten. Gehört da sowieso hin. So. Was haben wir für Möglichkeiten? Ja, für preiswert gibt es hier die Rohlinge von Hegi. Ich habe jetzt geguckt, ob ich noch eine Packung habe. Habe aber keine mehr gefunden. Die habe ich wohl alle entsorgt schon. Da warten wir mal kurz. Vielleicht habt ihr Glück. Ach, Kerl, noch mal. Baumrohlinge, Flocken. Also wenn es die Nummer sein sollte, müsst ihr mal gucken von Hegi. Könnte es vielleicht sein. Nein, ist nicht, es sind die Laubbäume, sorry. Hab's gerade gesehen, weil ich noch eine Packung Laubbäume hier habe. Seht ihr? Ja. Also, aber ich habe noch Beflockungsmaterial von dem Zeug. Bleibt bei mir mit dem Jübrisch. Das kommt dann hier rein, ne? So, dann sprüht ihr übelst das Teil hier ein. Von beiden Seiten. Und drückt beide Seiten wie Paniermehl beim Schnitzel. Schön ordentlich rein. Und dann lasst ihr das erstmal 10 Minuten richtig anziehen. Und dann könnt ihr hier die Dinger... ein bisschen abklopfen, also nicht, dass ihr so einen Busch da habt und ein bisschen abklopfen, sodass das schön hier dran hängt. Und dann tut ihr die auseinanderziehen und seid ihr in so einem Bäumchen, ja, roundabout, mit auseinanderzerren, wie ihr es gerne haben möchtet, so ungefähr so aussieht. Ja, das braucht ihr dafür. Rechnet es euch selber aus. Viel Aufwand ist es nicht. So, und wenn ihr jetzt einen Wald macht damit, dann ist das so, in dem Wald sind die unteren Äste nie da. Also ihr schneidet die hier unten einfach alle ab. So. Ich habe jetzt keine Schere hier, sonst würde ich es glatt machen. Na, aber bis hierhin so könnt ihr die abschneiden. Dann beflockt ihr nur den oberen Teil davon. Wenn ihr wollt, dass es richtig gut aussieht, müsst ihr es noch vorher anmalen. Na, dass das dieser Plastikglanz weggeht. Ja. Top. Habt ihr Top-Fichte. Könnt ihr einen super Wald mitmachen. Ne? Wenn ihr die von oben bis unten natürlich alle, da könnte es hier knapp werden. Aber da ich nur die erste Reihe zugemacht habe und die zweite dann nur oben, bleibt hiervon dann am Ende immer was übrig. Das freut mich natürlich. Das muss ich für andere Sachen hier benutzen. Ja, so viel zu der Hegi. Ja, aber ich habe jetzt auch Fichten von diesem Polenhersteller. Was mir auch gut gefallen hat bei Hegi, sind dann die Kiefern. Ja. Ja, da hat schon was reingemogelt. Kommt raus. So. Das ist für mich die Kiefer. Ja. Schön, weil du kannst dann durchgucken durch den Kiefernwald, siehst du den Zug fahren. Für mich top Baum. Ja. Die habe ich hier auch viel verwendet. Obwohl es jetzt nicht so das Mittelgebirge, ja vielleicht, aber nicht im Schwarzwald und schon gar nicht im Allgäu. Aber sie sehen dann einfach gut aus. Was haben wir jetzt noch? Jetzt kommen wir zu den Laubbäumen. Ach ja, wenn ihr Glück habt, guckt ihr mal, gibt es die auch im Angebot. Wie nennen die sich? Relieftannen, 4 Stück. Das heißt, die sind nicht so dick, die sind so, wie ich sie halt auch mache. Ne? Weil ich von den Rohlingen auf der Rückseite sind die flach. Also hier das, der Ast. Ich stecke die aber alle nach vorne, dann sieht man das nicht. Und in der Masse der Bäume, seht ihr bei mir im Wald, fällt das halt auf. Und ihr habt dann in so einer Packung 10 Stück von der Sorte. Wenn ihr sie natürlich zusammenklebt, gibt es nur noch 5.
Am Anfang habe ich das gemacht, aber außer dass du eine riesen Sauerei hast und es am Ende gar nicht so gut aussieht, könnt ihr stecken lassen. Kauf vielleicht für 10 Euro 10 Tannen von dieser polnischen Firma und die setzt ihr hinten dran, wird mit Sicherheit Bombe aussehen. So, und, oder ihr holt ihr die für die erste Reihe, habt ihr auch wenig Arbeit. Na, die, wenn ihr Glück habt, kriegt ihr die so für auch 10 Euro und dann hast du halt nur 4 Stück, aber hast die Arbeit gespart. Ich habe die im Schnäppchen für 8 Euro oder so gekriegt, da habe ich mir gleich 4 Stück geholt. Nein, habe ich mir die Arbeit gespart. So, weg mit. Jetzt kommen wir zum Kriegsentscheidenden. Ha. Zum Laubbaum. Und im Herbst ist das eine teure Geschichte, weil du musst Feuerarsch kaufen. Und Feuerarsch ist, wenn es um Preis geht, für einen Arsch. Hier, scheiß teuer. Zahlst du auch 6-7 Euro. Und jetzt kommen die Polen. Merkt ihr was? Ricky, ich hab dich bis heute gelobt. Seid raus aus dem Rennen. Stiftung Schulz-Test durchgefallen. Also, ich pack das Ding jetzt mal aus. Sachte und vorsichtig, wie ich so in meiner Tatnatur bin. Ja, aber den Wuschelbuschel. Kommt mal zur Seite. Ich hab das noch nie gemacht. Total Premiere. Ja, Mann. Fertige Fichte kommt auch weg. Die geht auch mal zur Seite. Wie gesagt, der Klumpen hier kostet 6,90. Und den Klumpen ich jetzt um das Bäumchen drum haben. Biege ich mir erstmal meine Äste. Im zweiten Fall schneide ich hier was raus, wenn es mir zu lang dauert im Video. Aber ihr wisst, Effizienz ist alles. Andere können tagelang an so einem Kabel und drehen und war ich nie die Typ für. So, machen wir der erste Knäuel. Oh ja. So. Die Frage ist, kriegen wir das Ding komplett drumrum? Also ich kürze das hier mal ab und mache mal kurz Pause. Ich finde, es kann sich sehen lassen. Mehr als sehen lassen. Und ich habe sogar noch Zeug übrig. Fürs Gelände. Ja. Bisschen zupfeln, zapfeln geht da wesentlich mehr bei. Ja. Ja. Was schöner, der Baum oder ich? Gut. Also ist für mich ein Top-Ergebnis. Also ich hoffe, dass es rüberkommt, weil wenn du jetzt hier so reinguckst, du siehst da die Äste drin. Und diese Blätter, ich mache noch mal ein paar Fotos, stell dir jetzt mal hin. Und stell mal, ich guck mal, ob ich noch einen Baum finde von Hickey. Hickey, 15, 16 Euro, 7 Euro. Ich mache jetzt noch Fotos davon im Stehen. Sowas von der Gewinner. Kann ich gar nicht sagen, weil hier habt ihr richtig Blätter dran. Also, in dem Sinne, das war mein kurzes Baumtutorial. Ich mache das so. Ei, meine Mütze sieht schon, warum sagt denn keiner was? Das werde ich alle Jahr einmal machen, weil mich immer wieder Leute fragen, hey, was für Bäume nimmst du? Und es kommen ja immer wieder neue dazu. Ne? So, jetzt machen wir noch die Fotos von den Bäumchen hier und dann ist gut.
Ich habe ein Paket bekommen die Woche von einem Fan von mir. Das nenne ich jetzt einfach mal Fan, ja. Oder der meine Videos total klasse findet. Der selbst ein Rosenwohler Märklin-Fan ist oder Modelleisenbahn-Fan ist und der mir zutiefst dankbar ist, dass man endlich mal so die Fehlerquellen aufzeigt und dass ich das auch so rigoros mache und mich auch mit anlege mit den Firmen. Und ja, und er hat mir mehrfach geschrieben und wir haben uns ausgetauscht und ja, er kennt auch viele YouTuber und ja, wir haben uns da über alles Mögliche unterhalten und dann hat er mir nach meiner Adresse gefragt und er hätte da was er mir gerne mal zugutekommen lassen würde. Und was ist es? Richtig, der hat mir eine Lok geschenkt. Machen wir gleich Lokvorstellung. Ich mache die jetzt extra zum Schluss, mache auch keine Federlesen drauf. Er möchte auch anonym bleiben. Das ist die Nummer von der Lok. Gefällt mir hervorragend. Wunderschön. Das ist mein rotes. Ich lasse jetzt mal eine Runde drehen. Und dann gucken wir kurz. Ich mache noch zwei Fotos. Ich werde mit ihm noch telefonieren. Bedanke mich auch hier nochmal über das Video. Ne? So, das ist. Mir haben auch wirklich die Worte gefehlt. Mir ist wirklich die Spucke weggeblieben. Na, ich habe mit einem Waggon oder sowas gerechnet, aber dann da damit. Na. Für alle anderen, die so in der Schweiz leben oder so, ich mag keinen Urlaub in der Schweiz oder so. Ja, ich muss es mal erwähnt haben. Berlin finde ich auch nett. Also, Leute, nee, das habe ich schon immer gesagt. Ich bin kein armer Mensch. Ich bin auch kein Millionär, weit weg von. Aber sowas muss nicht sein, ne? Ich muss aber jetzt ehrlich sagen, also, ich habe erst überlegt, ob ich es zurückgebe, aber dann habe ich gesagt, nee. Nee. Ich habe mich wirklich gefreut wie ein kleines Kind. Über sowas. Ich kann mich über sowas noch freuen. Leute, man denkt zwar, ich habe die Riesenanlage, aber die hätte ich nicht, wenn ich nicht die Einnahmen bei YouTube hätte. Also die Anlagegröße hätte ich schon, aber ich hätte die Loks nicht. Na, der Schwarzwald hätte ich nicht. Das hat auch eine Rolle mit YouTube zu tun gehabt. Wohl, den habe ich schon gebaut, aber hat YouTube noch. Nein, der hat noch keine Einnahmen. Das war Corona, erstes. Nee, zweite Corona-Alarm. War der Schwarzwald. Gut, lassen wir das Ding mal laufen. Oh. Da kommt sie. Ich hab ja ein bisschen was für rote Waggons. So, was für Töne hat sie denn so? Ja, nicht viel, aber ich finde die wichtigen Sachen sind da. Perfekt. Das habe ich nochmal gedrückt. Gut, hat soweit alles, was ich brauche. Bin ich zufrieden. Jetzt gucken wir mal, ob sie noch was ziehen kann. Schauen wir mal. So, ich habe zwei Haftreifen gesehen, aber ich muss noch mal genau gucken. Ich habe die Brille nicht aufgehabt. So. Ja, da geht noch was dran. Ja.
So, solide vier Haftreifen auf vier angetriebenen Räder und vorne wird der Strom besorgt. So muss es sein. Danke, Märklin. Ist halt schon eine ältere Lok, ne? In dem Sinne bedanke ich mich nochmal und tschüssi. So, was koche ich heute? Ja, ich behaupte immer, jede Mama früher, die nicht wusste, wie man Spaghetti Bolognese macht, hat dann einfach behauptet, bei uns gibt es halt Hasche. Was nichts anderes ist, eigentlich fast wie Spaghetti Bolognese. Na, die deutsche Hausfrau wusste jetzt nichts mit Oregano oder so anzufangen. Ich mach's kurz, bei mir gibt es halt Hasche. Ja, es. Weil ich hätte gerne was Besonderes gekocht, aber mein Sohn hat beschlossen, seinen Sohn hier übernachten zu lassen. Und das sind dann wieder vier Mäuler und jeder hat seinen eigenen Wunsch. Da gibt es halt was, was alle gerne essen. Hasche. Gut, ich zeige euch mal, was wir da dafür brauchen. So, was haben wir? Also, wir brauchen für die Soße. Ich habe hier Pastinake. Sellerie, Karotte, gewürfelt, Zwiebeln, hier ist noch drei Knoblauchzehen drin, Salz, bisschen Zucker, Pfeffer, Tomatenmark, Lauch, ein Haufen Nudeln, jo, Rinderbrühe brauchen wir und ja, passierte Tomaten. Gut, im Prinzip ist es fast eine Spaghetti Bolognese. Also, das Einzige, was ich hier mache, ich mache hier Rinderbrühe mit dran. Das würde ich jetzt nicht unbedingt bei Spaghetti Bolognese machen. Aber dann legen wir mal los. Ihr könnt auch alles, was ihr noch so mögt, wenn ihr noch Pilze da habt, ja, einfach klein hackeln mit drin machen. Aber wichtig ist Röstaromen. Und dann fangen wir jetzt an mit den Röstaromen machen. Momentchen. Packen wir mal rein. Gemüse. Und lassen wir jetzt erstmal das ein bisschen mit anbraten. Ne? Was immer das war, sollte nicht da rein. Gut, ja. Das lasse ich jetzt so ein Minütchen oder zwei oder drei, bis es halt ein bisschen angebraten ist. Ne? Die besagten schwarzen Punkte bilden sich. Jetzt kommt die Zwiebel mit rein. Habe ich auch noch grob gehackt. Weil es kommt nachher alles durch den Mixer. So, Zwiebel lassen wir auch noch kurz mit anbraten. Und dann packen wir dazu Tomatenmark. Das lassen wir auch dann mit andünsten. Ich zeige euch das mal kurz. Da, diese dunklen Flecken. Ei! Scheiße! Diese dunklen Flecken da, die wollen wir haben. Die geben dann die Röstaromen. Komm hoch. So. Das ist so einfach immer. Jawohl. Kommen wir mit Tomatenmark mit dran.
auch ein bisschen mit anbrennen lassen. Kontrolliertes Anbrennen, sage ich immer. So, und dann löschen wir das ab. Bevor es der Kot schmeckt. So. Und nehmen wir von dem Rinderpulver wie sie. Ja, also ich nehme dann ein gutes, das hier ist jetzt zum Beispiel aus dem Schwarzwald. Immer wenn ich Urlaub mache im Schwarzwald, nehme ich mir das mit. Aus der Fabrik, kann man sehen. Produktion, alles. In ihre Qualitätskontrolle kann man sich angucken. Die haben keine. Und man kann dort vor allen Dingen probieren, das was ich gut finde. Ah, das duftet schon. So, dann kommt der Tomatensaft mit rein. Fertig. Jetzt können wir jetzt gleich ein bisschen würzen. Salz. Pfeffer. Und wann immer ihr mit Tomaten arbeitet, nie vergessen, ein kleiner Schuss Zucker für den Geschmack. Das Lauch noch mit rein. So, Deckel drauf, halbe Stunde kochen lassen. Jetzt geht die Sauerei los. Oh je. Schön und starb nichts herein. Smörrebröt, Ob ich jetzt ein Plagiatsding von der Mathe-Show krieg? Jo. Schön klein machen, damit mein Sohn ein Kumpel das Gemüse da sehen. So, also ich muss euch schnell erzählen. Das muss ich jetzt. Dauert noch ein paar Minütchen, das muss ich nicht filmen. Und dann geht's weiter. Jetzt kimmt das Sackfleisch rein. Also, auch das Hackfleisch darf ich jetzt anbraten. Und auch hier möchte ich Röstaromen haben. Aber ganz im Ernst, Leute, das war's ja jetzt für die Kids. Das da hinten hätte ich nicht mit der Brühe abgelöscht, das hätte ich mit Rotwein normalerweise abgelöscht. Italienische Kräuter dran und ihr kriegt ja echt ein bisschen Balsamico esse ich noch, dann kriegt ihr wirklich ein tolles italienisches Gericht. Aber hier geht es heute, die Kids abzukriegen. Und dann müssen wir halt die Dinge weglassen. Weil jeder hat so seine Eigenheiten heute. Und das ist halt die schnelle deutsche Küche hier. So, schauen wir mal. Ja, sieht gut aus. Jawohl, das wollen wir. Das will der Papa haben. So sieht's gut aus. Ich mache es klein. So, für alle, die es noch nicht wussten, wie es so in Großküchen läuft, bei so Topfpfannen, wenn die heiß wie die sind, einfach mit Körperpapier sauber gemacht und fertig ist die Pfanne und schon ist sie wieder einsatzbereit. Nee. Das Werk ist auch fertig, köchelt vor sich hin. So, dann will ich mal gucken, ob ich es verkackt habe, ob ich es richtig gemacht habe. Wo ist mein Löffel? Ja, und immer probieren, Leute, sonst... Na, geh schon.
perfekt. Kann man nichts falsch machen. Kinder freuen sich, noch ein bisschen Käse dann drüber. Und wir haben zu Abendessen. Also. So, wollen wir anstoßen? Sag mal Hallöchen. Hallöchen, grüßt euch, Gemeinde. So, was? Pass auf, du. Sie bist gerade deine Fabrik fast. Nein! Ich komme jetzt rüber, damit das Video ein bisschen Niveau kriegt. Ja, dann musst du aber in die andere Richtung gehen. Ja, ich sag's euch. Zum Wohl. Das ist ein Kanal hier, du. Schon die neueste. Oder war ich warm? Nein, das ist nicht warm. Doch, das ist warm. Dann stellst du hin. Das ist nicht so geizig. Das vergesse aber, den Kühlschrank zu stellen. Ich bring's mir nochmal runter in den Kühlschrank. Gut. Der neue Insider-Log. Ich glaube, die wollen mich als Kunden. Ich fahre ja ab auf diese. Aber ich habe ja keine Insider. Ich kriege die ja gar nicht. Na, also 36er Log. Aber ich habe da eine Theorie zu, Thomas. Du hast eine Theorie? Ja. Die wollen endlich mal eine Insider-Log, die nicht kaputt geht. Haben sie gedacht, das ist ein Standardmodell. Die Dinger sind ausgereift. Da läuft alles. Naja. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich finde das ja irgendwie süß mit dem Aufdruck. Also ich ist jetzt nicht so, dass ich es ganz hässlich finden würde. Aber jetzt guckt er mich an, ey. Der Feind der 36er. Ja, also das mit dem Güni, das finde ich ja ganz, ganz okay. Nur halt, warum es dann halt die Trax aus dem 36er-Programm sein muss, die nicht immer maßstabsgerecht ist, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ja. Stinkt mir die Welt schön, was soll's. So, mein Bester. Also ich was hast du mitgebracht, dafür du was zu essen gekriegt hast? Naja, ich habe erst mal einen bösen Frust gestern gehabt. Was ist passiert? Ich habe meine V320 mal geöffnet, weil ich wollte mal nach dem Decoder gucken. Ich wollte einen Decoder wechseln, einen ESO reinmachen. Das haben wir jetzt nicht gehört. Und aber dann habe ich dann gemerkt, ich habe gar keiner mehr. Und weil ich sie halt eh schon offen hatte, habe ich halt gedacht, naja gut, jetzt machen wir sie mal sauber, weil da war überall noch ein bisschen Vlies von dir mit dran. Und habe sie halt ins Bad gelegt. Dann bin ich mal kurz runter zu meiner Frau und ja. Das und macht dann man ja auch nicht. Kam noch irgendwie Schweizer WhatsApp-Terror. Und dann habe ich sie halt vergessen und dann lag sie ziemlich lange drin. Und dann bin ich hoch. Und ihr werdet es nicht glauben. Nee, tun wir auch nicht. Guckt euch die Tragödie an. Ist eingegangen. Sie ist eingelaufen. Meine schöne V320 ist nur noch eine 160. Was machen wir denn jetzt, Micha? Kann ich die. Habe ich da noch Garantie drauf? Behaupte einfach, dass es eine Brava ist und dann testen wir die jetzt. Du merkst doch kein Mensch. Ja, aber habe ich jetzt Garantie noch bei Märklin? Kann ich die. Nee, nicht wenn du sie gewaschen hast. Die ersten zwei Jahre darf ich die, glaube ich, nicht waschen. Ich weiß es nicht. Ja, aber dein Kanal guckt doch niemand. Das weiß doch niemand, dass ich sie gewaschen habe. Keiner von Märklin guckt es, zumindest behaupten sie das. Ah ja, so ist es halt. Ja. Also lasst eure Loks nicht zu lange im Bad liegen. Also das ist jetzt die. Das ist die Brava. Das ist die Brava V160. Nummer! Kommt sofort. Nummer wollen wir! Kenner der MOBA-Szene kennen die ja. Die habe ich ja vorgestellt. Und du machst nicht immer so Sachen, wenn ich nicht hingucke, ja? So. Die stellen wir dann mal schön vor. Das ist wie ein Kindergarten hier. Wie auf meinem U-Boot. Du weißt doch, wofür ist die Kuppel? Wofür ist die Kurbel hier? Nee, das hatte Thomas nicht verdient. Das geht doch ganz anders. Das geht doch heutzutage so. Dafür haben wir doch die App. Ach so. Alles klar.
Gut. Aber Kinder es nicht machen. So, also wir testen diese Lok hier. Ja, ich hab nichts Neues. Ach doch, habe ich ja schon gezeigt. Die haben schon gezeigt, die ich geschenkt gekriegt habe. Die hast du schon gezeigt. Ja. Ja. Auch mich kann man beschenken. Aber fand ich ist ein super Zug. Und er war richtig gerührt. Also er war richtig gerührt, Leute. Ja, das. Und vor allen Dingen derjenige, von dem er so bekommen hat. Also das war nicht gespielt. So habe ich meinen Schulzen noch nie erlebt. Ja, ich finde es schon ein bisschen krass. Also ich habe euch alles dazu geschrieben. Lest es euch nochmal durch. Und wer dann mir noch was schenken will, wehr mich nicht. So, komm, pack du das Ding drauf. Wir gleisen auf. So, Freunde, wir machen den Test, die Brava gegen die Cottbusser. Thomas meinte, die so ein Preis ist ungefähr beieinander. Ich sag nein, die Brava ist um die 60, 70 Euro mindestens teurer gewesen. Das ist. Ja, ich habe. Die UVP von dem Ding war doch 300, soweit ich weiß, oder? Um die, ja. Um die 300. Und dass ich jetzt, dass du so eine. Naja. Ich kenne mich mit Brava nicht aus, wenn du sagst, die sind gleich teuer. Nein, die Brava ist schon ein bisschen teurer. Ich meine, ich kann ja nur von den Preisen reden, die ich bezahlt habe. Ja, dass du deine Spezialpreise hast, das muss man, du willst das doch nicht immer so hören. Ja, naja, ich so. Muss halt handeln und fragen. Obwohl wir so vollgegessen sind. Wer wir? Ja. Warum wir? Ich bin vollgegessen. Du nicht. Ich weiß nicht, wie viel ich noch kochen muss. Es war übrigens hervorragendes Haschee. Also war wie bei Muttern. Schön, das freut mich. Danke. Also auf meiner 10er Mutterskala war es mindestens eine 8,5. Es waren 1300 Gramm Hackfleisch, zwei Kinder, zwei Erwachsene. Es ist nicht viel übrig geblieben. Nicht viel. Ich rede da von 100 Gramm oder 150. Naja. Drei Teller hast du gegessen. 2,5. Ja, so kann man es auch sehen. So, ja, also wir wollen jetzt mal testen, weil ja immer alle sagen, Märklin hat einen schlechten Sound und die anderen sind besser. Also wo wir uns einig sind, können Sie dann noch probieren, also die Zugkraft brauchen wir nicht testen, Leute, das ist out of order. Das die Brava verlieren. Keine Chance, also da ist die Cottbusser ist da ein Zugwunder. So, klar, die ist ein anderes Modell, also jetzt von, das ist eine V... Das ist eine V160. Genau. Noch ziemlich ursprünglich und ja. Das ist ja eine 219er. Genau, der Thomas, der weiß das immer alles. Und ich bin nur ein Spielebahner, der keinen Plan hat. Und nichts kann. So. Das unterscheidet die Männer von den Kindern. Ja, genau, so sieht's aus. So sieht's aus. Und ich habe auch keinen Anstand. So, also ich finde jetzt aber trotzdem so von der Detaillierung her, da brauchst du, ich merke, nicht verstecken. Das haben wir auch beide festgestellt. Das haben wir ja auch damals schon festgestellt. Die Detaillierung von der Cottbusser Lok ist eine echt super Lok. Das super. Einzige, das Sound ein bisschen noch, ja, ja. Er ist schon besser als normal, aber ansonsten ist das eine super Lok. So, Gimmick bei der hier, bei der Brava, muss ich wirklich sagen, das ist das Cockpitlicht. Wenn du losfährst, geht's aus und wenn du anhältst, geht's an. Also das finde ich eine coole Nummer. So, dann würde ich sagen, lassen wir mal die Cottbusser ein paar Meter fahren und wieder zurück. Und dann machen wir alles aus und dann kommt Märklin dran. Der direkte Vergleich. Mit oder ohne Sound? Mit Sound natürlich. Es geht auch um den Soundvergleich jetzt. Um den Rollvergleich, den brauchen wir nicht. Ach, hier mit dem Mitarbeiter hast du es auch nicht einfach. Ja, du, ich kann dir doch mit 5 Minuten am Stück zuhören. Ja, weil du Ohren voller Haschisch hast. Nee, Haschisch, nicht Haschisch. Haschisch. Zivildienstverweigerer, wahrscheinlich auch Haschisch hier. Das ist jetzt nicht die Brava, das ist jetzt... Du hast doch gerade eben gesagt, die Cottbusser. Ja, fahr, komm.
Wo willst du noch hin? Nein, fahr zurück, dann kommt die nächste dran. Wo musst du hin? Weißt du was? Die Brava lässt jetzt in die andere Richtung fahren. Ja? Kriegst du das hin? Kannst du öffnen. Das ist doch der Brava egal, oder? Die muss das abkönnen. Ja, hört sich anders an, Leute. Hat das hier gerade gequietscht? Ja. Ja, du, ich war noch nicht wieder so unerhalten. Halt an! Tja, man wird das Schalten von Gängen. Das ist tja, man muss leider sagen, klar, Favorit im Soundbereich ganz weit vorne. Aber. Mach mal Horn. Das. Na ja, das war nicht. Na ja. Alteisen. Nee, das gibt's auch an Baustellen und so, ich weiß. Nee, Bauzüge haben das, gell, mit der Glocke. In der anderen sind halt auch viele Dieselloks auf Nebenstrecken, wo es keine beschrankten Bahnübergänge gibt. Ja, die kenne ich ganz viele und da benutzen die das Horn in der Regel. Ich habe noch nie eine Glocke gehört. Ich höre immer nur das Horn, wenn ich, ob ich durchs Tal habe. Ich glaube dir das, jetzt davon abgesehen. Ich sage halt nur, ich habe es noch nie gehört. Ich habe ihn in Oberstdorf am Zeltplatz gesehen, da sind die Dieselloks vorbeigefahren, da hat keine Bim, Bim, Bim gemacht. Nö, nö, die Schulz saß senkrecht im Zelt, verstehst du? Ja, das sind vielleicht auch aus diesem Grund. Ja. Ich wollte ja nur mit verkünden, ich hab's noch nicht gehört. Und auch wenn ich im Karlgrund hochgehe und da kommen diese Triebzüge angefahren, die haben das Horn am Ding, an den unbeschrankten Bahnübergängen. Ja, ja. Hörst du immer, wenn sie ohne lang fahren? Da hörst du keine Glocke. Da sind aber auch zwischen den beiden 100 Jahre, ich weiß. Ja, 100 Jahre nicht, aber ja, 40, 50, je nachdem. Gut, jetzt haben wir genug gebabbelt. Tja, jetzt soll ich mal drunter gucken, wie viel Haftreifen sie hat? Ja, zwei. Zwei, gut. Zwei diagonal. Das hört sich sogar noch ganz stabil an, ehrlich gesagt. Dann wollen wir mal Panzerzug dranhängen. Nein, an die nicht. Ach, da bist du aber auch wieder heute. Die ist schon eingelaufen. Okay, wir hängen mal was dran. So, haben wir hier ein bisschen Holz dran gehängt. Warte mal, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 große Rudenwagen, nennt man die, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Rudenwagen. Sag ich. Okay, komm. Also das ist sehr leichtgängig, die Dinger. Ja, sie schafft's. Sie schafft es. Jetzt haben wir die Chance. Ja, also das ist die neue Märklin-Kurzkupplung, habe ich hier drauf gemacht. Ja. Wir werden uns echt glücklich.
Hey, das ist doch kein ICE. Das willst du aber wissen, ne? Ja, sonst sagst du immer zu langsam. So, hat sie wunderbar gemacht. Hühnchen gibt's auch von sich. Stopp, stopp. Nee, die mögen sich nicht. Fahr mal ein Stückchen vor, bitte. Gut. Ja, fahr mal weiter. Mal sehen, ob es jetzt nochmal passiert. Die Puffer hingen aber auch extrem aneinander. Hast du das gesehen? Ja, komm, fahr! So schnell oder langsam weg, Gleis. Das ist eine Papa. Stopp, 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 stopp! Die beschleunigt nicht so schnell. Fahr rückwärts. Mach mal den Sound aus, dass wir einfach fahren. Eieiei, ist gut. Komm noch ein Stückchen. Also kann man die Brava schön schieben. Gut, stopp, stopp, stopp. Also ihr seht, das wird hier nichts. Die mögen sich nicht. Das war der Test erstmal. Das ist Märklin-Märklin-Kupplung. Ja, ist halt so. Also. Das lag an dem Waggon. Komplett. Kommt die jetzt raus, wenn die Kamera, das würde ich gerne mal wissen. Komm wieder rein. Sag nochmal auf Wiedersehen. Ich hab nicht aufgenommen. Er hat nicht aufgenommen. Ja, ja, dann macht's gut. Schönes Wochenende. Frohe Ostern. Und ja, wir hören und sehen uns. Und ich habe noch ein bisschen Urlaub. Ich hoffe mal, das eine oder andere Filmchen nochmal schnell in den Kasten zu kriegen. Richtig, dann ist bei dir auch mal was los. Ja, ich... Mach das gleich. Ja, ich. Momentchen. Oh Gott, sehe ich aus. Also, ich wünsche euch auch frohes Osterfest. Lasst euch gut gehen. Hast du es mit dem Wagen erklärt? Ja. Also, der Wagen ist wegen dem Holzwagen, ist die Sache da oben auseinandergegangen. Wir haben den jetzt hier nochmal fahren lassen und ohne Probleme im anderen Anhänger. Waggon. In dem Sinne. Wie gesagt, frohes Osterfest, lasst es euch gut gehen und mal gucken. Tschüsschen!